nochmal angesichts des gestrigen Praktikums einen Rundumschlag zu den Klassen, was man damit machen kann und wie man es vor allen Dingen damit macht. Dumme Anwendung, einfach mit einem Knopf, den ich klicken kann und jetzt soll was passieren. Ich möchte sowas schreiben wie: Es gibt eine Personenklasse, es gibt eine Klasse Hunde und die Hunde können Personen beißen. Ganz blöde. Das wollte ich eigentlich vermeiden, so ein blödes Beispiel, aber anscheinend braucht man das wirklich, wie man es auch in der Literatur typischerweise macht. Eine neue Klasse für Personen. So, eine neue Klasse für Personen. Eine neue Klasse für Hunde. Klasse, ja. Die heißt dann sinnvollerweise Hund. Heute auch noch ausnahmsweise auf Deutsch. Auf Englisch sieht es zwar schicker aus mit den ganzen While und For und Class, aber dann mal das Verständnis ist halber auf Deutsch. So, was ich nun machen will, ich möchte einen neuen Hund erzeugen, ich möchte eine neue Person erzeugen. Wir fangen mal mit dem Hund an und nachher soll der Hund die Person beißen. Lass die Schreibweisen einfach nochmal sehen, unabhängig von allen sonstigen Komplikationen. Der Hund soll irgendwie gebaut werden. Dazu brauche ich einen Konstruktor. Das war die Methode, die das jeweilige Objekt dann bauen kann, der Klasse. Die Klasse ist die Blaupause, der Bauplan und nachher arbeite ich mit Instanzen, Objekten dieser Klasse, echten Sachen, die so gebaut sind. Und die wichtigste, wahrscheinlich wichtigste Methode, die so eine Klasse hat, ist die Methode, die das Ding wirklich zusammenschraubt, in diesem Fall jetzt den Hund zusammenschraubt. Man könnte ganz dreist anfangen und sagen, och, ich brauche also einen Hund, von mir aus der Hund, gleich. Wie wir in C ohne Ende dieses hatten, int a ist gleich 42. Der Typ int, der Variablename a und Initialisierung 42. Gebt mir eine neue Variable für ganze Zahlen und setzt die auf 42. Dasselbe hier. Der Typ ist nun die Klasse. Hund ist der Typ. Die Klasse und der Typ. Das ist der Variablenname. Da habe ich Ihnen letztes Mal schon versucht zu zeigen, dass in dieser Variable nachher nur noch die Hausnummer gespeichert wird. Aber sehen wir gleich nochmal. Typ, Variablename gleich. Naja, und jetzt will ich einen neuen Hund haben. In der Form. Baue einen neuen. Was denn? Hund natürlich. Das scheint noch irritierend zu sein, dass da plötzlich Klammern stehen. Das ist nicht mehr der Typ, die Klasse. Was hier steht, ist der Aufruf des Konstruktors, der Aufruf einer Funktion. Hier steht der Typ. Der Hund ist vom Typ Hund. Hier steht eine Funktion, die aufgerufen wird, als ob sie, ach, hier oben sehen wir genug, eine Funktion, die aufgerufen wird, initialize component. Oder wenn Sie den Sinus aufrufen, double a ist gleich math.sinus von so und so viel. Klammer auf, womit möchte ich die Funktion aufrufen, Klammer zu. Ein Funktionsaufruf. In diesem Spiel heißen die Funktionen ja Methoden, weil sie zu Klassen gehören. Der Konstruktor ist eine davon. Der heißt wie die Klasse. Das hier ist also ein Funktionsaufruf für den Konstruktor. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn der gar keine Informationen hat hier. Ich möchte dem Konstruktor ein bisschen mehr mitgeben. Ich möchte zum Beispiel sagen, dass ein Hund, was soll er haben? Er soll vielleicht einen Namen haben intern und er soll vielleicht ein Alter haben. Int-Alter ist vielleicht nicht so richtig geschickt. Wahrscheinlich wäre uint, unsigned integer sinnvoller, weil er schlecht ein negatives Alter haben kann. Trotzdem würde man typischerweise immer int nehmen, wenn man nicht einen guten Grund hat, einen sehr, sehr guten Grund, es unsigned zu machen. Das soll intern für einen Hund gespeichert werden. Natürlich müsst ihr auch sonst was speichern. Er hat 4 Pfoten und eine Zunge und eine Hundemarke und was auch immer und so weiter und so fort. Das wären Daten, die ich mir für den Hund speichere. Und der Konstruktor soll bitte diese Daten sofort auf vernünftige Werte setzen. Der Konstruktor heißt wie die Klasse Hund.
Und dann sagen Sie in Klammern, was Sie dem Konstruktor geben wollen. Ich möchte dem Hund, Konstruktor, ganz blöd, eine Zeichenkette geben mit dem Namen und ich möchte ihm eine ganze Zahl geben für das Alter, dass der Hund einfach sofort mit seinem Namen und Alter sofort richtig gebaut wird. Hier kommt jetzt kein Semikolon dahinter. Sowas gab es in C und wahrscheinlich nächste Woche erzähle ich, dass es sowas auch tatsächlich in C-Sharp gibt. Aber eigentlich sollte da kein Semikolon hinter, typischerweise steht da kein Semikolon hinter, sondern Sie sagen sofort, wie diese Funktion denn funktionieren soll. Mit dem Semikolon würde ich sagen, an der Stelle sage ich es dir nicht, aber typischerweise sagen Sie in C-Sharp und in Java genauso, wie die Funktion geht, mit Schweifklammern. Also bei den Variablen, Semikolon dahinter, und bei den Funktionen in Schweifklammern sagen, wie die Funktion von innen aussieht. Nochmal die Begriffe, die Variablen heißen nachher Attribute und die Funktionen heißen Methoden, wenn sie in Klassen drin stehen. Gut, was soll dieser Hund-Konstruktor machen? Der Job dieser Methode ist, so ein Maschinchen, kann ich ja schlecht sagen, so ein Tierchen zusammenzubauen. Das soll den Hund zusammenschrauben mit den Informationen, die ich gegeben habe. Das ist hier ziemlich dumm. Er soll einfach den Namen auf das setzen, was ich da übergeben habe, und er soll das Alter auf das setzen, was ich da übergeben habe. Das erzähle ich jetzt aber auch nochmal, weil das gestern auch wohl noch unklar war. Das sieht jetzt so aus, als ob es sinnvoll wäre. Aber wenn man 2 Minuten nachdenkt, hoffentlich sieht man, dass das nicht so gut funktionieren kann. Der Visual Studio unterkringelt das hier ja auch schon aus guten Gründen. Zuweisung zur gleichen Variablen, sagt er. Was ich hier machen will, ist, ich möchte das nehmen, was mir hier übergeben wird, und es innen in den Hund speichern. Diese Variable hier ist nur innerhalb von den Schweifklammern existent. Da kann ich hier auf diesen Namen zugreifen und ich kann auf das Alter zugreifen, wie in C. Wenn Sie sowas in C schreiben und hier Parameter haben, sind die Parameter nur innerhalb der Schweifklammern da und außerhalb unsichtbar. Dieses Name steht hier für dasselbe Ding. Ich weise es sich selbst zu, das ist blödsinnig. Ich möchte diesen Namen der inneren Variablen, dem Attribut Name meines Hundes zuweisen. Deshalb dieses this. Aus dem aktuellen Objekt nehme den Namen und den setze auf das, was ich hier übergeben habe. Und hier dasselbe vom aktuellen Objekt, das Alter, setze darauf. Das ist die übliche Schreibweise für Konstruktoren. Da sehen Sie dieses this. Es gibt auch noch vernünftige Gründe, das this einzusetzen. Man könnte es vermeiden, das this, indem man einfach verschiedene Namen nimmt. Wenn Sie hier sagen, das ist der Name Parameter, sehr schön, Parameter, und das hier ändern, haben Sie denselben Effekt, sieht nur nicht ganz so professionell aus. Das verweist auf den, und hier Name ist nun klar, muss der gewesen sein. Sobald Sie hier Name verwenden, heißt das so schön, schattet das ab, das shadowed to shadow, es schattet diesen Namen hier ab. Aber ich kriege ihn wieder, wenn ich this schreibe. Das wäre der Konstruktor. Eine billige Art jetzt, wie ich den Hund zusammenbaue. Das kann ich hier ja jetzt verwenden. Nu Hund. Was will er haben? Ich mache die Klammer nochmal weg. Das wird. Aha. Hat einer gemerkt, was noch fehlt? Oh, wenn Sie dieses Phänomen haben, nu Hund, Klammer auf, ups, nix. Keine Hilfe, nichts. Interessant. Und unten steht auch schon, bissiger Hund enthält keinen Konstruktor, der 1 Argumente, auch sehr schön, akzeptiert, der ein Argument akzeptiert. Ich habe nämlich einfach vergessen, diesen Konstruktor öffentlich zu machen. Der soll natürlich auch von außen anwendbar sein. Wenn der nicht public vorsteht, ist der von außen nicht sichtbar. Ich kann ihn nicht anderswo verwenden. Vor denen da oben steht automatisch private. Super, private. Auch wenn Sie es nicht davor schreiben. So, der Konstruktor muss öffentlich sein. Und dann gucken wir hier nochmal besser. Dem möchte ich eine Zeichenkette geben für den Namen. Nehmen wir ihn. Achso, und ich möchte ein Alter geben.
Dies ist der Konstruktoraufruf in der Klasse Hund, die Methode Hund, die den neuen Hund zusammenbaut. Von der Sorte könnte ich mehrere haben. Ich könnte noch einen haben, Hund, der vielleicht nur den Namen nimmt und das Alter sofort auf Null setzt. Jetzt soll ich das mal vorführen. Das wäre erlaubt, noch einen Konstruktor zu haben, der kein Alter kriegt und das Alter einfach auf Null setzt. Wenn ich sage, okay, der ist frisch geboren, dann rufe ich diesen Konstruktor auf und das Alter ist einfach sofort auf Null gesetzt. Das wäre auch möglich. Das müsste ich gar nicht mal hinschreiben hier an dieser Stelle. Wenn Sie so eine Int-Variable in der Klasse haben, steht die sowieso ab Werk auf Null. Aber so ist vielleicht klarer, was ich meine. Das heißt, ich könnte hier auch den aufrufen jetzt. Und das würde immer noch funktionieren, ohne Altersangabe. Das sehen Sie auch, wenn Sie die Klammer nochmal aufmachen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Das hieß überladen, to overload. Derselbe Funktionsname, aber andere Parameter dahinter. Einmal nur die Zeichenkette, dann ruft er den Konstruktor auf, der das Alter auf 0 setzt jetzt. Oder Zeichenkette und Alter, dann ruft er den anderen Konstruktor auf. Das ist ganz üblich, dass man mehrere Konstruktoren hat. Bei den anderen Methoden kann das auch passieren, aber passiert nicht ganz so häufig, dass die in mehreren Varianten vorliegen. Ach, hier zeigt er sogar plus eine Überladung. Okay, eine Klasse Hund mit zwei Konstruktoren. Die Klasse Person muss natürlich ähnlich funktionieren. Aber das ist immer ganz wichtig, dass man den Namen hat und das Alter. Wenn ich drüber nachdenke, Int ist, glaube ich, nicht gut fürs Alter. Das sollte lieber Double sein, aber lassen wir es so. Da soll es auch einen Konstruktor geben und den machen wir mal sofort public. Der Konstruktor heißt wie die Klasse und ich gebe ihm einfach auch Namen und Alter wieder. Upsala. Int Alter. Dicke Finger. Und dieselbe Aktion, this Name ist, na, this Name ist gleich Name und this Punkt Alter ist gleich Alter, das ist ja nichts Neues. Das heißt, jetzt kann ich in meinem glorreichen Programm hier auch noch eine Person bauen, die ist int a42, lege ich mal wieder weg. Wir können noch eine Person bauen. Die Person, nenne ich das jetzt mal, sehr kreativer Variablenname, baue eine neue Person. Von hier aus Name ist Egon und er ist 60, wie auch immer. Haben wir das soweit? Selbes Verfahren. An der Stelle sollte ich nochmal klar machen, hier steht nicht, weil das einige versuchen, String davor und da steht nicht Int davor. Das weiß der Compiler an der Stelle. Wenn Sie es hier davor schreiben, ist es sogar falsch. Es ist nicht nur überflüssig, es davor zu schreiben, es ist sogar falsch, es davor zu schreiben. Hier an dieser Stelle lernt der Compiler ja, der Konstruktor für Hund, dieser Konstruktor für Hund will eine Zeichenkette und eine ganze Zahl. Und er ist nicht ganz so dumm, er behält es dann auch wirklich. Er weiß, was da benötigt wird. Das heißt, Sie müssen hier nicht vorschreiben, Hasso ist eine Zeichenkette und 2 ist eine ganze Zahl. Erstens weiß der Compiler sowieso, was Hund benötigt. Und zweitens sieht der Compiler, Hasso ist eine Zeichenkette, offensichtlich. Was denn sonst? Hasso ist kein Fenster und keine Gleitkommazahl. Und die 2 da hinten ist offensichtlich eine ganze Zahl und keine Gleitkommazahl und kein Fenster und kein Dialog und keine Internetverbindung und keine E-Mail. Also aus x Gründen lohnt es sich nicht, da die Typen nochmal vorzuschreiben, hier nochmal String davor zu schreiben zum Beispiel. Es lohnt sich nur nicht, es ist sogar zumindest in C-Sharp und in Java und C++ und in C einfach falsch. Da schreiben Sie einfach nur rein, mit was es denn aufgerufen werden soll, nicht nochmal den Typ. So, und nun kommen wir zur Aktion. Der Hund soll beißen. Sowas möchte ich haben. Der Hund, sehr schön, der Hund. Darum geht es mir jetzt hauptsächlich für diese Wiederholung. Subjekt, Prädikat, Objekt. Der Hund ist das Subjekt. Wer tut was?
Dann kommt das Prädikat. Was wird getan? Das Tu-Wort. Das ist üblicherweise in der Befehlsform hier. Also Sie schreiben nicht, der Hund beißt die Person, sondern Sie schreiben, der Hund beiße die Person in Klammern. So sieht das dann aus. Subjekt, Prädikat, Objekt. Subjekt, Prädikat, Objekt. Wie im Englischen. Mit dem gewissen Unterschied, dass das Prädikat in den üblichen Programmiersprachen als Befehlsform geschrieben wird. Natürlich können Sie auch beißt reinschreiben. Wenn die Funktion, die Methode wirklich beißt heißt, dann ist das gut. Aber man hat sich irgendwie allgemein geeinigt, dass Funktionen mit Befehlsform heißen, im Imperativ heißen, beiße. Sie geben dem Hund den Befehl beiße und da steht das Objekt in Klammern. Also nicht wie im normalen Satz, der Hund, Leerzeichen beißt, Leerzeichen die Person, sondern der Hund. Was soll der Hund machen? Punkt. Welche Methode rufe ich auf? Beiße. Und in runden Klammern geben Sie an, was denn gebissen werden soll. Worum es geht. Sie übergeben etwas. Beiße kennen wir natürlich noch nicht. Netterweise können Sie hier sofort sagen, das sehen Sie hier. Sie gehen auf dieses blaue Rechteck und können hier dann sagen, Methodenstub generieren. Dann versucht Visual Studio zu raten, wie denn diese Funktion, Methode aussehen soll und baut die in den Hund ein hier, in die Hundklasse ein. Das hat jetzt Visual Studio geraten, den hier. Internal hatten wir noch nicht, das machen wir lieber public. Eine öffentliche Methode. Was macht diese öffentliche Methode? Sie nimmt eine Person, na fein, und liefert nichts zurück. Soweit sinnvoll und sie heißt beiße. Was er hier sicherheitshalber reingeschrieben hat, ist, wenn diese Methode aufgerufen wird, werfe diese Exception, mit anderen Worten, wenn ich nichts anderes mache, stürzt dann einfach ab, aus Sicherheitsgründen. Wenn ich das aufrufe, in dem jetzigen Zustand dieser Methode, wird das Programm einfach abstürzen. Sicherheitshalber, das will ich natürlich nicht. Hier würde ich dann irgendwas reinschreiben, was dann tatsächlich beißen bedeutet, was auch immer das jeweils sein mag. Das wäre dann ein Methodenaufruf. Und das geht durch alle modernen Sprachen durch, diese Art, das zu schreiben. Wer tut was? Punkt. Was wird getan? Die Methode, der Name der Methode und in Klammern, was übergebe ich der Methode? Wem wird was angetan, sozusagen? Das ist ja hier auch fast dieselbe Form mit dem New. Das ist der Unterschied. Beim Konstruktor steht das New davor. Baue mir einen neuen. Da sieht das etwas anders aus beim Konstruktor. Ich habe ja noch keinen. Ich kann ja nicht hier von irgendeinem Hund die Konstruktionsfunktion aufrufen, weil ich auch keinen Hund habe. Hier habe ich einen Hund und rufe davon eine Funktion auf. Und in Klammern geben Sie die Details dazu. In Java sieht das genauso aus. In C++ würde man hier einen Pfeil schreiben, wenn der Hund, es gibt natürlich hier Fehler, in C++ müsste man einen Pfeil schreiben, wenn man New verwendet. In C++ gibt es noch eine andere Art, Objekte zu bauen, ich will es nicht übertreiben. In C++, wenn Sie in C++ Objekte mit New bauen, müssten Sie den Pfeil verwenden und dann irgendwann zum Schluss des Programms auch nochmal Delete sagen. Delete der Hund. Wird alles ein bisschen komplizierter. Ignorieren wir das, wir sind in C#. Und da sieht es aus wie in Java. Welches Objekt soll was tun? Punkt. Was soll es tun? Und in Klammern geben Sie Details. Durchgängig, weil das noch gestern anscheinend Probleme aufgeworfen hat. Ich könnte auch noch was zurückliefern. Diese Methode hier könnte ja vielleicht auch noch den Schaden zurückmelden, wenn ich hier noch eine Klasse, auch nee, nicht Klasse, machen wir vielleicht als Double. Vielleicht kann ich den Schaden in einer Gleitkommazahl messen. Double Schaden. Das heißt, diese Methode müsste noch, nochmal das beim Hund steht sie, diese Methode müsste noch den Schaden als Gleitkommazahl zurückliefern, keine Ahnung, natürlich 42. Das würde vielleicht ausgerechnet werden und hier müsste nicht Void stehen, da müsste Double stehen. Dann hätte ich eine Methode für den Hund, der eine Person nimmt, irgendwas damit tut, derzeit tut er gar nichts damit, könnte er, und
ein Ergebnis als Gleitkommazahl zurückliefert. So sieht das dann aus. Subjekt, Prädikat, Objekt und Sie kriegen noch ein Ergebnis, das Sie sich im Zweifelsfall in irgendeiner Variablen speichern.